Jetzt zur kontroversen Story. Die Olympischen Spiele 1972 in München, die sollten fröhlich werden und friedlich. Stattdessen brachten palästinensische Geiselnehmer Tod und Terror. Drei Attentäter haben die Feuergefechte mit der Polizei überlebt. Seltsamerweise wurden sie nie vor ein Gericht gestellt. Das gibt Anlass für Spekulationen. Haben deutsche Politiker mit den Terroristen etwa einen Deal gemacht? Die Kontroversreporter Lisa Wreschniok und Till Rüge haben sich noch einmal auf die Suche nach der Wahrheit gemacht. Und sie haben Einblick in bisher verschlossene geheime Akten erhalten. Und das ist Stoff für die Kontrovers-Story. Ich drehe mich um und guckte also schon in die Pistole und da stand also der Entführer. In der anderen Hand eine entsicherte Handgranate. Bei uns hat er nur gesagt, also er ist jetzt der Kapitän des Fluges. Der Flug heißt jetzt Munich Operation und wir sollten alles so machen, wie er das sagt. Gerd Meyer war junger Pilot bei der Lufthansa, als die Terroristen die LH-615 in ihre Gewalt brachten. Eine Flugzeugentführung, die der deutschen Bundesregierung weltweite Kritik einbrachte und bis heute immer noch neue Fragen aufwirft. Es geht um die Freipressung der drei überlebenden Olympia-Attentäter von München 1972 und darum, ob die Bundesregierung einen Deal mit Terroristen gemacht hatte. Gerd Meyer ist zum ersten Mal in Beirut. Damals war der Libanon noch ein exklusives Urlaubsland, auch für Europäer. An Terrorismus dachte niemand. Da war noch schön Sonne und Meer und Strand. Andere Menschen da kennengelernt, das war eigentlich sehr schön. Und abends waren wir noch ein bisschen tanzen im Crew-Hotel. Da gab es eine sehr schöne Bar da unten. Ja, und am nächsten Tag waren wir eigentlich traurig, dass es jetzt wieder nach Hause ging. Frühmorgens startet Flug LH615 in Richtung Deutschland. Die Maschine, die zuvor in Damaskus war, ist auffällig leer. Nur 13 Passagiere auf 200 Plätzen. Keine Kinder, keine Frauen. Zufall oder Absicht? Und irgendwann klapperte das Kurzschluss. Ich drehe mich um und da stand also der Entführer. Ja, noch 10, 15 Minuten Flugzeit stand er also schon im Cockpit, dann im Steigflug noch. Zwei palästinensische Kidnapper sind an Bord. Sie wollen nach München, fordern die Freilassung von drei Gesinnungsgenossen, den überlebenden Olympia-Attentätern. Die Entführer müssen Helfer gehabt haben. Sprengsätze und Pistolen holen sie aus einer versteckten Tasche unter ihrem Sitz in der First Class. Wie die jetzt dahin kamen, ob die schon in Damaskus drin war oder ob die in Beirut da reingeschmuggelt wurde. Also mit dem Inhalt haben die beiden die ganz bestimmt nicht reingetragen, weil die Passagiere wurden alle kontrolliert. Das haben wir also aus dem Cockpit gesehen, als die aus dem Terminal kamen und eingestiegen sind. Nur 7 Wochen zuvor entsetzt das Attentat von München die Welt. Am 11. Tag der Olympischen Spiele 1972 stürmt ein palästinensisches Terrorkommando die Unterkunft des israelischen Olympiateams und erschießt zwei Sportler. 9 weitere nehmen sie als Geiseln. Die Palästinenser fordern die Freilassung von über 200 Gesinnungsgenossen aus israelischen Gefängnissen. Einer der Terroristen, der junge Jamal al-Ghashi, erst 18 Jahre alt, aufgewachsen in palästinensischen Flüchtlingslagern. Nur er und 2 weitere Terroristen werden den nächsten Morgen erleben. Bei dem missglückten Versuch, die Geiselnahme zu beenden, sterben in Fürstenfeldbruck 5 Terroristen, ein Polizist und alle israelischen Geiseln in einem Feuergefecht. Einer der getöteten Sportler war ihr Mann. Die Witwe des Fechttrainers André Spitzer kommt immer wieder zurück ins olympische Dorf. Hier war 1972 das Quartier des israelischen Teams, in dem André Spitzer 18 Stunden als Geisel festgehalten wurde, bevor er starb. It comes back to my mind so forcefully. Es schmerzt immer noch so sehr die Erinnerung daran, was damals passiert ist, in diesem Gebäude, in dem Raum dort oben. Das macht es so schwer für mich, hier zu sein. Sorry. Yes.
André Spitzer, 27 und gerade Vater geworden. Sein Tod und der der anderen israelischen Sportler ist für seine Witwe bis heute Zeugnis eines gewaltigen Staatsversagens. Es sind damals schrecklich viele Fehler passiert. Der ganze Befreiungsplan war ein Desaster. Ich kann verstehen, wenn bei einer Geiselbefreiung ein oder zwei der Geiseln sterben. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Aber dass alle getötet werden, dass keine einzige der Geiseln überlebt, nicht eine? Wenn das passiert, dann ist wirklich etwas Gravierendes schiefgelaufen. Israels Premierministerin Golda Meir fordert nach dem gescheiterten Befreiungsversuch die lückenlose Aufklärung und dass die drei überlebenden palästinensischen Attentäter zur Rechenschaft gezogen werden. Bundeskanzler Willy Brandt gerät von mehreren Seiten unter Druck, denn die drei Gefangenen stellen ein Sicherheitsrisiko für Deutschland dar. Palästinensische Terrororganisationen drohen mit Vergeltungsanschlägen und Freipressung. Die Bundesregierung reagiert hilflos, weist wahllos Tausende Araber aus. Auf palästinensische Gewalt ist man nicht eingerichtet. Antiterroreinheiten gibt es noch nicht. Wer den Frieden mit den Mitteln der deutschen Politik sichern will, der muss zustimmen. Und wer den anderen folgt, der will das Gegenteil von Frieden. Als der Lufthansa-Flug LH615 wenige Wochen später gekapert wird, läuft dann alles erstaunlich glatt. Obwohl es Sonntag ist, versammelt sich innerhalb kürzester Zeit ein Krisenstab im Bundeskanzleramt. Die Regierung geht überraschend schnell auf die Forderungen ein, ohne Rücksprache mit Israel. Gegen Mittag stehen alle drei überlebenden Olympia-Attentäter am Flughafen München-Riem bereit, obwohl sie in verschiedenen Gefängnissen in Bayern waren. Der Verdacht schon damals? War die Freipressung inszeniert? Wussten die Deutschen vorab von der Flugzeugentführung? Wollte Deutschland ein öffentliches Gerichtsverfahren vermeiden? Die deutschen Behörden haben geschlampt und die Bundesregierung wusste das genau. Um das eigene Versagen zu vertuschen, war es die beste Möglichkeit, die Attentäter schnell loszuwerden. So konnte man eine echte Aufarbeitung vermeiden. Hatten die deutschen Behörden tatsächlich kein Interesse an der Aufklärung des Olympia-Attentats? Was ist damals wirklich passiert? Die Antwort könnte hinter den Mauern staatlicher Archive liegen. 40 Jahre waren die Akten zum Attentat und zur Entführung der LH615 unter Verschluss. Gut 8000 Seiten. Auf Drängen von Kontrovers werden sie erstmals geöffnet. Schnell wird klar, die deutschen Behörden waren auf die Entführung detailliert vorbereitet. Wir finden einen Brief des Münchner Polizeipräsidenten an das bayerische Innenministerium, verfasst 11 Tage vor der Flugzeugentführung. Es geht um die eventuelle Abschiebung der drei festgenommenen Araber und die Voraussetzungen ihrer Freilassung. Um die mit der Abschiebung verbundenen Formalitäten beschleunigen zu können, hat das Amt für öffentliche Ordnung bereits Ausweisungsverfügungen erlassen, die bei der Kriminalpolizei verwahrt werden. Abschiebung? Offiziell sollen die Attentäter doch vor Gericht kommen. Als 11 Tage nach diesem Brief die Flugzeugentführer ihre Freilassung fordern, liegt bei den Behörden alles bereit. Im vertraulichen Einsatzprotokoll der Polizei findet sich schon um 10.30 Uhr die Anordnung, die bei der Dienststelle aufbewahrten Ausreiseverfügungen für die drei Terroristen mit bereitgestellter Bekleidung nach Riem bringen. Das fertige Reisepaket wird den Gefangenen sogar gegen eine Empfangsbestätigung ausgehändigt. Damit sind sie offiziell ausreisebereit. Die drei Gefangenen warten nun am Flughafen Riem. Doch die entführte Lufthansa-Maschine aus Beirut kann nicht landen. Dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Wettersituation in München und auch in den noch in Frage kommenden Flughäfen in der Gegend so waren, dass wir mit der Maschine nicht landen konnten. Es war also dichter Nebel überall. München, Nürnberg, Salzburg, Stuttgart hatten wir noch so in Betracht gezogen. Das war alles nicht anfliegbar. Die Bundesregierung schickt eine zweite Maschine, die die Olympia-Attentäter von München nach Zagreb bringen soll, mit der absurden Anweisung, den deutschen Luftraum nicht zu verlassen.
Doch die Münchner Maschine fliegt direkt nach Zagreb. Angeblich eine eigenmächtige Entscheidung des Piloten. In Zagreb wartet Gerd Meyer und die entführte LH-615. Der Austausch muss also dort stattfinden. Wir standen dann auf der Landebahn und die drei Attentäter, die stiegen dann hinten im Flugzeug ein. Das war die bordeigene Treppe, die man da ausfahren konnte. Die sind da eingestiegen, dann haben sie da wieder alles verrammelt. Und dann ging es darum, dass wir Sprit brauchten. Und da kam auch ein Tankwagen angefahren, der stellte sich vor das Flugzeug. Und dann bekamen wir dann die Information, dass der seinen Schlauch nicht anschließen darf, bevor die deutsche Regierung nicht die Genehmigung gibt. Schließlich startet die Maschine, aufgetankt und ohne die Geiseln freizulassen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass die Entführung noch eine überraschende Wendung nehmen wird und die letzte Station des Flugzeugdramas in Libyen spielt.